Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt euch alle ein Haul gewünscht und darüber freue ich mich, dass ihr so viel kommentiert habt. Und ich hoffe, das ist bei den nächsten Videos genauso, dass ihr eure Wünsche einfach mal äußert. Und ja, also das ist jetzt nicht ein Haul von einem Tag einkaufen gehen, sondern eher wirklich verteilt. Und zwar schon seit zwei, drei Monaten, weil da hier ist noch was dabei von Dezember 2013, wo ich in Polen war. Das wollte ich euch nämlich noch unbedingt zeigen. Und ja, ansonsten sind das vorläufig Produkte, die mir wichtig sind, die ich brauche, die ich toll finde. Fangen wir also gleich mal mit dem ältesten Produkt an. Und zwar, ich war ja in Polen im Dezember. Und da gibt es eine Make-up-Firma, die nennt sich, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt richtig ausspreche, Inglot. Und das ist echt toll. Also eigentlich ist es relativ günstig. Das ist immer so, es gibt bei uns in den Einkaufszentren immer so eine kleine Stände außen. Also nicht, also im Einkaufszentrum, aber nicht in einem direkten Laden. Und dann ist da ganz viel Make-up und dann kann man sich zum Beispiel so eine Lidschattenpalette selber zusammenstellen. Konnte ich mir ein paar Farben aussuchen, weil ich suche immer gerne matte Farben. Und hier mit einem Spiegel und ich finde das echt hochwertig und die sind auch echt gut. Und wer mal nach Polen fährt, der sollte sich mal das anschauen. Kommen wir gleich weiter zu Make-up. Ich habe in der letzten Zeit ganz viele Wasserfarben gekauft. Und zwar viele von Eulenspiegel, manche aber auch von so einer No-Name-Marke aus dem DM. Da müsst ihr halt immer schauen, jetzt ist gerade Karneval und dann gibt es halt ganz, ganz viele Farben, die halt relativ günstig im Drogeriemarkt zu kaufen sind. Man muss sie dann nicht im Internet bestellen. Da habe ich mir ein paar Töne gekauft, hier nochmal ein paar. Und in den Sets sind sie noch am allerbilligsten, genauso wie bei Eulenspiegel. Es ist zwar ziemlich klein, aber sowas reicht wirklich mehrere Male für ein ganzes Gesicht. Das glaubt man kaum, aber ich bin halt umgestiegen auf solche Farben, weil die anderen Farben, die ich bis jetzt immer benutzt habe, die trocknen nicht. Also, wer das Avatar-Tutorial sehen möchte, der muss sich noch etwas gedulden. Das kommt nämlich morgen raus. Ich möchte das Avatar-Tutorial aber nochmal machen, weil ich ja jetzt die anderen Farben habe und weil ich das noch besser machen möchte. Also, ihr könnt euch schon mal freuen, dass irgendwann nochmal ein besseres Tutorial dazu kommt und noch Erklärungen und so. Für das Avatar-Tutorial habe ich mir nebenbei auch noch Federn gekauft für, weiß nicht, 1,70 und da waren ein paar Federn dabei. Passend zu meinem Avatar-Tutorial hatte ich mir dann Kontaktlinsen gekauft. Das sind gelbe Kontaktlinsen. Manche fragen mich immer, wo ich die Kontaktlinsen her habe und es gibt ja so, so viele Kontaktlinsen. Schaut mal, ne? Und die meisten, also ich kaufe meine immer aus Amazon, so um die 20 Euro und das sind dann Jahreslinsen. Die benutze ich ja ein bisschen länger. Und ja, also Amazon. Ich kaufe fast alles in Amazon, also wirklich. Bei den Kontaktlinsen ist nur ein bisschen das Problem, dass sie nicht wirklich meine Augenfarbe decken. Deshalb habe ich mir jetzt andere gekauft. Wenn ihr möchtet, dass ich ein Kontaktlinsen-Video machen soll, dann schreibt es mir diesmal in die Kommentare. Ob ihr demnächst ein Kontaktlinsen-Video sehen möchtet, dann zeige ich euch, welche ich habe und wie man sie am besten benutzt und wie man sie vor allem als Anfänger benutzt, weil ich bin ja eigentlich auch Anfänger. Passend zu dem Tutorial habe ich mich schon mal mit Make-up-Schwämmchen versorgt. Die gibt es im Rossmann, im DM und in anderen Drogeriemärkten für ein bisschen über 1 €. Dann habe ich mir auch noch Knetradiergummi geholt für die Nase bei den Avatar. Ein Pinsel habe ich auch noch im DM gekauft, extra auch für diese ganzen Make-up-Sachen, die noch kommen. Wenn ihr übrigens Vorschläge habt, was ich so alles schminken könnte, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich würde mich wirklich sehr freuen über Ideen. Ich war letztens im DM, also das ist ganz schlimm. Also der DM liegt bei mir auf dem Weg nach Hause und ich bin ziemlich oft im DM. Mindestens einmal in der Woche und wenn es hochkommt, 3-mal pro Woche. Und dann habe ich von P2 diesen Nagellack gesehen. Das ist so ein Satin Supreme Polish. Ich habe mir dann die Farbe Grün ausgesucht. Die habe ich auch drauf. Die Farbe ist ganz schön. Allerdings, weiß nicht, trocknet das bei mir ewig nicht. Und nach 10 Minuten, 20 Minuten, wenn ich da noch irgendwo gegenkomme, dann habe ich immer noch irgendwas auf dem Nagel und
Naja, also es ist jetzt vielleicht nicht der beste Nagel. Ich mache immer so eine dicke Schicht, damit ich nicht tausendmal lackieren muss. Aber ja, also ich finde es noch in Ordnung. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Dann war ich auch noch im DM und ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Es gibt jetzt von L'Oréal Paris diese Mascara. Und davon habe ich mir die Türkise genommen. Ich bin ja voll der Fan eigentlich von farbigen Wimpern. Ihr habt es vielleicht im letzten Video gesehen. Ja, diese Wimpern, das ist wirklich türkis. Diese Mascara ist wirklich ganz cool. Also die Farbe ist richtig türkis und richtig schön. Aber ich weiß nicht, das Bürstchen ist höchstens blöd oder die Wimperndusche allgemein, aber es ist irgendwie sehr klumpig und klebrig und mag ich nicht so. Aber ich glaube, es liegt vor allem am Bürstchen. Also nicht so schön. Was ich dann auch noch auf jeden Fall empfehlen kann, ist dieses Shampoo hier. Das ist das ganz normale Shampoo von Balea, was unter 1 Euro kostet. Und das ist noch limitiert und der Geruch ist Vanille. Vanille und es riecht. Es hält mich nicht. Es riecht so gut. Es riecht wirklich so gut. Also eigentlich hat dieses Shampoo keine besondere Fähigkeit. Allerdings macht es meine Haare schon ziemlich weich und ziemlich fluffig. Und eigentlich ist das Shampoo wirklich gut und für den Preis kann man das eigentlich ganz gerne mal kaufen. Dann habe ich mir noch von Alverde eine Intensiv-Repair-Pflegecreme für die Haut gekauft, weil meine Haut immer sehr trocken ist. Und die benutze ich immer abends und seitdem ist es wirklich ein bisschen besser geworden. Und Stiftung Warentest stand, glaube ich, sehr gut. Und dann dachte ich, dann nehme ich sie mir. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie teuer sie war, aber ich benutze sie jeden Tag und man braucht nicht so viel. Das ist eine kleine Dose, aber man braucht wirklich Mini-Tropfen fürs ganze Gesicht. Und die finde ich auch gut. Ich finde die vom Geruch jetzt nicht so toll, aber was hilft, da muss man halt durch. Und jetzt habe ich noch drei Lippenstifte, beziehungsweise das eine ist ein, ja, wie heißen die nochmal? Diese Lip Color Butter Stifte. Habe ich mal einen gekauft von Astor. Ich weiß nicht, ich wollte unbedingt mal einen haben. Ja, erst jetzt habe ich mir einen gekauft. Das ist so ein dunkles Korall. Und ja, ich finde sie ganz gut. Ich glaube, ich würde mir jetzt nicht noch einkaufen, es sei denn, es ist von der Farbe der Hammer. Und an einem Tag war ich dann im Rossmann, ganz ungeplant. Und dann habe ich von der Catrice LE, die ist jetzt wahrscheinlich schon vorbei, so zwei Lippenstifte gesehen, allgemein diese ganze Serie. Das waren einmal die Farben Meet Berry und Meet Rosie. Und oh, die waren so geil. So eine Farbe habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich dachte, die musst du jetzt kaufen. Und an der Kasse hat dann jeder von den Lippenstiften 4 Euro gekostet. Und ich dachte so, weil das wusste ich nicht. Aber die Farben sind echt toll. Schaut euch mal diese Farbe an. Die ist so schön. Das ist so ein richtiger Bärenton. Und ja, ich finde die nicht zu so grell. Und das Rosa ist genauso geil. Und ich finde die echt toll. Die sind halt matt, nicht so richtig glänzend wie von P2 die meisten. Und sie gefallen mir richtig, richtig gut. Das war jetzt mein Haul. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Es war ja doch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt wirklich alles zusammengekratzt von allen Monaten, weil ich dachte zuerst, oh, du hast irgendwie viel zu wenig. Und jetzt ist es doch so viel geworden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, weil ihr helft mir wirklich damit sehr. Ich mache das Ganze hier alleine und das wäre echt nett von euch. Vergesst nicht, irgendwas in die Kommentare zu schreiben, jetzt Videoideen oder Tutorialideen, weil ich möchte gerne das machen, was ihr halt gerne sehen möchtet. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir schreibt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.